Konfirmandinnen begleitet, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass Sie schon viel länger in unserem Kirchenkreis tätig sind. Erzählen Sie uns doch mal, seit wann Sie hier arbeiten? Nun, an die Muster mit den Konfirmanden kann ich mich auch noch gut erinnern, aber ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr das war. 1997 habe ich angefangen, Theologie zu studieren im Fernunterricht in der Kirchenprovinz Sachsen. Und habe danach, nach diesem Studium, schon in der Kirchengemeinde Nauen angefangen, Lesungen, Gottesdienste allein zu gestalten. Und habe dann noch eine Qualifizierung gemacht zur freien Wortverkündigung mit Sakramentsverwaltung. Da hat die Kirchenleitung Wert drauf gelegt und habe mich danach dann zum Predikanten beauftragt. Also seit der Jahrtausendwende ungefähr bin ich im Kirchenkreis tätig. Ach, so lange schon. Ja. Ich bin 1957 geboren und als ich 4 Jahre alt war, ist mein Vater verstorben. Meine Oma hat dann die Erziehung mit meiner Mutter von uns beiden Kindern übernommen. Und ich wurde als Kind, als Säugling getauft. Und meine Oma hat auch großen Wert darauf gelegt, dass ich in den Kindergottesdienst gehe, in die Christenlehre gehe. Es hat mir auch Spaß gemacht, dorthin zu gehen. Aber als ich dann in die Pubertät kam, konnte ich einfach nicht mehr glauben, so wie einem das als Kind erzählt wird. Aber ohne diesen kindlichen Glauben wäre ich auch nicht dahin gekommen, wo ich heute bin. Auf jeden Fall hatte ich kurz vor der Konfirmation dem Pfarrer einen Brief geschrieben, dass ich nicht konfirmiert werden möchte, weil ich nicht glaube, was da erzählt wird. Der Pfarrer hat sich für den Brief bedankt und hat mir alles Gute gewünscht und dass doch der liebe Gott mir da irgendwann mal eine Eingebung geben möchte, dass ich vielleicht doch noch zum Glauben komme. Und das ist dann, ich habe dann eine Lehre angefangen bei der Eisenbahn, bei der Deutschen Reichsbahn, als Lokschlosser. Nach dem Wehrdienst habe ich dann einen zweiten Fachabbrief gemacht für Eisenbahntransporttechnik, das heißt Stellwerk. Habe dann in Nauen auf dem Stellwerk gearbeitet, als Fahrdienstleiter. Und 1992, 93 wurde ich dann am Rücken operiert, schweres Rückenleiden und daraufhin auch berentet. Und komischerweise in dieser schweren Phase habe ich zum Glauben wiedergefunden. Habe mir die Bibel genommen, habe die einfach gelesen und habe diesen Glauben anders verstanden, als ein Kind diesen verstehen würde. Der kindliche Glaube ist ja wichtig und auch richtig, aber eine Logik oder was wir als Logik empfinden, habe ich dann erst als Erwachsener darin gefunden. Und da war meine Neugierde geweckt und ich wollte mehr darüber erfahren. Und da kam ich zum Flyer gefunden, wo darauf steht, kirchlicher Fernunterricht in Kirchenprovinz Sachsen. Und da habe ich mich dann einfach angemeldet und habe dieses Studium bekommen. Ich bin da eben von Mal zu Mal tiefer eingedrungen in die Heilige Schrift, wie das überhaupt alles gemeint ist.
Ja, und dieses anders gemeint ist, wie man das einfach wie ein normales Buch liest. Und wenn man mal überlegt, wie alt die Heilige Schrift ist, dass sie heute noch aktuell ist, ist das doch, muss man da ein Geist hinterstecken, ein Heiliger Geist, der das alles den Menschen gegeben hat, das aufzuschreiben. Es hat bis heute seine Gültigkeit. Herr Schöpf, Sie haben sich jetzt dazu entschlossen, das Predikantenamt niederzulegen. Ist es so, dass Sie für Vertretungen nun gar nicht mehr zur Verfügung stehen? Und vor allem, was machen Sie jetzt mit der vielen freien Zeit? Denn Sie haben ja sehr viel Zeit investiert in die Vertretungen und die Unterstützung von unseren Pfarrerinnen und Pfarrern. Ja, also erstmal die erste Frage. Ich werde wirklich in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich hatte mit meiner Frau im Urlaub mal so gehalten, wie das nun weitergehen könnte. Erst dachte ich, überall ein bisschen Einschränkungen, aber das würde nicht funktionieren. Man würde wieder reinschlittern und es wäre kein Ende oder Abschluss. Von daher werde ich nur noch als Gottesdienstbesucher sonntags zur Kirche gehen und mich dann an dem Gottesdienst erfreuen und ihn nicht selbst gestalten. Die Zeit, die ist schon verplant. Oh, okay. Ja, jeden Morgen um 8 ist die Enkeltochter zum Kindergarten zu bringen, dann wieder abzuholen. Und hatte mir erst gar nicht gefallen, aber jetzt, wo sie drauf wartet und immer schon kommt, sie will mit mir gehen und es ist doch schön und ich freue mich darüber. Dann Weihnachten, mal zu Hause, mit den Kindern, mit den Enkeln, in der großen Runde. Sonst haben sie immer gesessen und haben auf mich gewartet. Das Foto ist unter dem sehr spät. Ja. Also die Zeit, glaube ich, auch mal auf der Couch sitzen und nichts tun. Ich glaube, da kann man sich auch dran gewöhnen. Am 1. September um 9 Uhr hier in der Königshorster Kirche werden Sie nun offiziell von Pfarrer Baller verabschiedet. Es wird Ihnen gedankt werden und diesem Dank möchte ich mich anschließen, denn wir nehmen es oft als selbstverständlich hin, dass jemand so engagiert ist, wie Sie es getan haben. Manchmal bemerken wir gar nicht, was hinter diesem Engagement auch alles steckt für Arbeit und Mühe. Sie haben durch Ihre Arbeit Gottes Wirken hier auf Erden erlebbar werden lassen. Sie haben auf vielfältige Weise Menschen begleitet, Sie eingeladen, ihren Lebensweg mit Gott zu gehen. Und dafür, Herr Schöpf, im Namen des gesamten Kirchenkreises möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken. Bleiben Sie behütet. Vielen, vielen Dank.